So, bei uns ist er jetzt, der neue Trainer der neuen Saison, Andreas Zimmermann. Herzlich willkommen in Oberhausen. Erklären Sie doch mal kurz, wie ist der Kontakt zustande gekommen und wann war für Sie klar, ja, ich übernehme die Aufgabe, ich werde neuer Trainer bei RWO? Ja, der Kontakt kam zustande über einen gemeinsamen Freund, vom Frank Kontny und von mir. So haben wir uns zusammengesetzt, relativ kurzfristig. Und innerhalb von einer Woche war dann für mich klar, dass ich hier nach RWO möchte. Und das auch mit voller Überzeugung? Auf jeden Fall. Was können wir denn und die Fans vor allen Dingen erwarten? Was haben Sie für eine Spielphilosophie? Was ist Ihre Idee vom Fußball? Ja, grundsätzlich will ich immer hier gewinnen. Ja? Schauen wir gut. Ja, da wollen aber alle anderen auch, das ist klar. Leidenschaftlicher Fußball, ja? Wo Laufbereitschaft, Kampfgeist ganz vorne steht. Natürlich wollen wir auch Fußball spielen. Ja? Das gehört auch mit dazu. Wir wissen aber auch, dass es in manchen Spielen nur über die Leidenschaft und die Laufbereitschaft grundsätzlich geht. Sind Sie eher so ein offensiv denkender Trainer oder die Null muss stehen? Gut, ich war Innenverteidiger. Okay. Ja. Also grundsätzlich möchte ich schon zu Null gewinnen. Andersrum gewinne ich auch gerne 4-3. Hauptsächlich gewinne. Das ist doch schon mal gut. Jetzt haben wir ja gehört, dass Sie schon einige Spieler kennen und Dirk Langebein, der Co-Trainer von Ihnen wird, den kennen Sie auch. Haben Sie sich informiert über RWO? Nee, ich brauche mich nicht informieren. Ich war schon vorher informiert, RWO. Wir haben schon einige Schlachten auch hier geschlagen als Aktiver. Und wir haben auf dem neuesten Stand. Ich habe hier auch in der Serie das Spiel gesehen gegen Lippstadt. Ich habe RWO gesehen in Verl. Bin regelmäßig bei euch auf der Seite und sehe die Berichte. Also ich bin nur, weil ich jetzt in der Regionalliga Nordost bin, nicht weg vom Fußball und nicht weg von NRW. Super, herzlichen Dank und herzlich willkommen in Oberhausen. Dankeschön. Danke.